Jindosh, es wird Zeit für ihre Taten zu bezahlen. Und vielleicht finde ich Sokolov. Willkommen in meinem Haus, Fremder. Die Tür ist immer offen für jene, die gewillt sind, die Schwelle zu überschreiten. Falls Sie einen Termin haben, gehen Sie weiter und warten Sie. Andernfalls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Viele sind ohne Einladung gekommen, aus Gründen so vielzählig wie die Fische im Ozean. Aber von jenen, die eine Erkundung wagten, kamen nur wenige wieder heraus. Manche Monster lauern tief im Ozean, manche in Palästen. Diagnoseschleife. Der Raum hinter den Wänden.
ganze Familie totgestochen. Komplett entstellt. Überall Blutfliegennester. Grausig. Bei solchen Preisen sollte man uns nicht warten lassen. Es gibt nur einen Kirin Jindosh. Er kann verlangen, was er will. Außerdem kannst du dir problemlos ein paar dieser Federwerke leisten. Dein Vermögen hat sich immerhin verdoppelt, seit der Herzog die Silberminen übernommen hat. Weniger Lohn bedeutet mehr Gewinn. Aber meine Zeit ist mir wichtiger. Ich warte nicht gern. Ich auch nicht. Wann habe ich das letzte Mal mehr als eine Stunde auf etwas gewartet? Ich weiß es nicht. Ist irgendwie auch aufregend. Wie viele Federwerke hast du gezählt? Sie sind nummeriert, glaube ich. So ist es, aber 36, 46, höchst exklusiv, wie viele es auch sind. Der Gartenclub wird sicher grün vor Neid. Wenn ich je die Chance habe, bitte ich um einen Posten im Großpalast. Warum auch nicht? Ich hätte es verdient. Jindosh überhaupt. Hier kommt doch keiner her. Iranische Soldaten. Bewegliche Wände. Die meisten sind froh, wenn sie Arbeit haben. Diesen Monat hängen. Normal, wie die wohl als Kinder waren. Thank you.
ist los? Kann aber alles sein. Vielleicht auch was Gutes. Falsch einen Topf zum Abendessen oder so. Aber wahrscheinlich gibt's Ärger. Es behauptet immer irgendwer einen verkehrten Kerl. Wachsam. Müssen wir das nicht zweimal sagen? Mechanische Soldaten. Bewegliche Wände. Die meisten sind froh, wenn sie Arbeit haben. Dieser maskierte Mörder. Manche Opfer sollen halb verdaut gewesen sein. Überall Blut und Sorgen. Diese Erfinder. Einfach nicht normal. Wie die wohl als Kinder waren. Dann zieh ich von hier weg. Dann geht's wieder raus aufs Land. Ich weiß, was passiert ist. Könnte alles sein. Ich muss nur gut drauf passen. Seltsame Zeiten. Harte Zeiten. Muss wachsam sein. Soldaten, bewegliche Wände. Die meisten sind froh, wenn sie Arbeit haben. Einfach nicht normal, wie die wohl als Kinder waren. Diese Erfinder. Einfach nicht normal, wie die wohl als Kinder waren. Ja.
ausländische Soldaten. Ich bin froh, wenn sie Arbeit haben. Mama hören und Friseur werden soll. Was faul. Stehen mir die Haare zu Berge. So irgendwas stimmt doch nicht. Da baut sich was zusammen, das spüre ich. Ist da jemand? Zeig dich! Da! Im Aufzug!
gegnerische Soldaten. Bewegliche Wände. Die meisten... Also, ich habe zwei und gebe ihm eins. Dann habe ich noch eins. Aber wenn ich meins esse... Nein, eher seins. Was dann? Irgendwann ziehe ich von hier weg. Dann geht's wieder raus aufs Land. Amerikanische Soldaten. Bewegliche Wände. Die meisten sind froh, wenn sie Arbeit haben. Ach, diese Erfinder. Einfach nicht normal, wie die wohl als Kinder waren. Verdammt! Was war das? Also mal sehen. Was war es?
sollte einfach eine Doppelschicht übernehmen. Muss ich mir nicht mehr anhören, wie toll doch der Vater des Herzogs war. Ich muss nur meine Schicht durchhalten. Dann nach Hause. Wir sind jetzt so lange hier und kennen nicht mal ein Drittel des Hauses. Wenn er Gardisten durch diese verfluchten Mechanischen ersetzen kann, dann auch gut. Ich seh mich mal um. Seh dir mal, wie du dich schlägst. Befehl abwarten! Das hier ist dein Ende. Lass ihn rankommen! Ich verletzt! Mach das hier! Hier steht die Maschine gerade erfolgreich einen Aggressor. Ist da jemand? Zeig dich! Spanische Soldaten. Bewegliche Wände. Die meisten sind froh, wenn sie Arbeit haben. Genau hier jemanden. Wir sehen. Sehen wir uns lieber um. Na, diese Erfinder. Einfach nicht normal. Wie die wohl als Kinder waren. Wenn er seine Zähne behalten will, sollte er lieber nicht das Maul aufreißen.
gesehen. Was war's? Ah, jetzt hier los! Halt! Familie totgestochen. Komplett entstellt. Überall Blutfliegennester. Grausig. Wenn das läuft, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Er braucht einen guten Club für Hundekämpfe, wie zu Zeiten meines Vaters.